Willkommen zu meinem einfachen 5-Schritte-Kurs zum Schaffen von Meisterwerken. Alles, was du brauchst, ist etwas Farbe, eine leere Leinwand und den Willen, dich und alles um dich herum mit deiner Kunst zu zerstören. Ich liebe es! Schritt 1. Wir müssen definieren, was ist Kunst? Was ist Kunst? Wenn ihr an die Malerei denkt, stellt ihr euch dann ungefähr sowas vor wie das? Ja! Ja. Nun ja, geirrt euch! Das ist keine Malerei! Das ist keine Malerei! Das ist keine Malerei! Moment mal, Moment mal! Ich möchte mich beschweren! Zuschauerbeschwerde! Alte Kunst mit einem Baseballschläger zu zerstören? Das ist so unnötig und gewalttätig. Stimmt's, Elisabeth? Oh, tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Ich habe gerade dieses alte Porträt von dir zerschlagen. Oh. Der zweite Schritt auf unserem Weg zum Beherrschen der Kunst ist ein ganz besonderer. Was Cartoon Network euch nicht über Kunst wissen lassen will. Das nennen Sie Kunst, Lady? Ah, Kurzmeldung. Das ist nur ein Vorwand, um geheime Botschaften zu verbreiten. Und ich bin nicht der Einzige hier, der das bemerkt hat. Was die riesige Stirn soll oder die blassgrüne Haut. Tja, ich habe gehört, dass Da Vinci sie so gemalt hat, um einen Geheimcode einzubauen. Seht ihr? Sogar die Teen Titans bemerken, was in der geheimen Kunstgesellschaft vor sich geht. Sag es ihr, Beast Boy. Halt, stopp! Die fehlenden Augenbrauen, die riesige Stirn, die grüne Haut. Ich glaube, Mona Lisa war ein Alien, yo! Nein, das nicht. Jeder weiß, dass sie ein Alien war. Ich spreche von dem geheimen Pasta-Rezept. Apropos Pasta, Elisabeth. Hast du Lust, mit mir den Müll des Nachbarn nach Hinweisen auf eine Verschwörung zu durchsuchen? Einige Bilder sehen in der Tat wie Darstellungen von Außerirdischen aus. Unverschämt! Das bringt uns zu Schritt 4, wie man auf Kunst reagiert. Auf Kunst reagieren! Kunst ist kompliziert, aber diese Reaktionen könnt ihr ausprobieren. Dann mögt ihr nicht das Katzengemälde? Es ist nicht so, dass wir es nicht mögen, Star. Es ist nur potthässlich. Ist die Kunst nicht die subjektive? Nicht in diesem Fall. Das Bild gehört einfach nur ins Klo. Wahre Kunstgespräche. Schöne Reaktionen. Aber zu wissen, wie man auf Kritik reagiert, ist auch sehr wichtig. Es scheint, als gäbe es keine Freundschaft in der Kunst. Ach, du hast ja keine Ahnung, Mama. Tolle Reaktion, Star. So geht man mit Kritikern um. Ja. Hab ich doch gesagt, du Dusse. Schritt 5. Fangen wir an zu malen. Endlich, lasst uns malen. Es gibt viele Arten zu malen. Wer möchte als Erster? Ich, bitte, bitte, nehmen Sie mich. Die Welt ist deine Leinwand, also sei du der Pinsel. Seht euch diese glücklichen, malenden Kinder an. So süß. Aber ich halte es gerne einfach. Ich benutze nur meinen sehr teuren Profi-Pinsel aus Einhornhaar. Nimm das und das! Spüre den Schmerz meiner grenzenlosen kreativen Energie! Jeder Strich muss wehtun! Ich bin endlich fertig und ich bin sehr zufrieden, wenn ich das selbst sagen darf. Oh, ist es nicht das Wundervolle? Es ist das Unglaubwürdige, dass man solch einen Schatz in der Kippe des Mülls findet. Ich glaube es, weil es ja Müll ist.